Mit GEFA Online können Sie zahlreiche Geschäftsprozesse rund um Ihre Finanzierung schnell und bequem papierlos abwickeln. Wichtige Vorgänge in GEFA Online erfordern die Bestätigung durch eine TAN, die Sie per Smartphone generieren. Die hierfür notwendige Initialisierung Ihres Smartphones ist ganz einfach. Halten Sie den Brief Entsperrcode zur Initialisierung der GEFA-TAN-App bereit. Diesen haben Sie nach Beantragung von GEFA Online per Post erhalten. Laden Sie nun auf Ihr Smartphone die GEFA-TAN-App herunter, die Sie im Google Play Store oder Apple App Store finden. Dann öffnen Sie auf Ihrem Rechner GEFA Online. Wählen im Reiter Profil den Navigationspunkt Einstellungen GEFA-TAN und klicken auf den Button GEFA-TAN-Gerät initialisieren. Es erscheint automatisch ein QR-Code. Öffnen Sie nun die GEFA-TAN-App auf Ihrem Smartphone. Mithilfe des Navigationspunkts QR-Code scannen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Code. Die App benötigt dazu Zugriff auf die Kamera Ihres Smartphones. Nach Abschluss des Scanvorgangs wird Ihnen auf dem Smartphone automatisch ein Aktivierungscode angezeigt. Schließen Sie nun das QR-Code-Fenster auf Ihrem Rechner. Es öffnet sich automatisch ein neues Fenster. Hier geben Sie den auf Ihrem Smartphone angezeigten Aktivierungscode sowie den Entsperrcode aus dem Brief ein. Klicken Sie jetzt nur noch auf Aktivieren und schon haben Sie es geschafft. Ihr Smartphone ist nun bereit für den Empfang von TAN-Nummern zur Autorisierung von Aufträgen in GEFA Online.